herzlich willkommen zum Variablen Dienstag, denn euch interessiert mein Get Ready With Me. Diesmal etwas näher, damit ihr auch was sehen könnt. Brille ist dreckig wie immer, unglaublich. Ich habe gleich einen Termin zur Physiotherapie. Und da ich nicht immer wie der letzte Heuler da angerobbt kommen will, mache ich mich diesmal ein bisschen fertig. Ich schminke mich eigentlich sehr selten so komplett, aber ich merke immer, wenn ich das mache, dann ist das auch so ein bisschen so ein Psychobooster, ne? Wo man sich dann halt schon so ein bisschen von selber besser fühlt. Ich kann auch jetzt nicht garantieren, wie das wird. Wir werden sehen. Wir haben übrigens jetzt, wie spät haben wir denn? Halb elf. Und das ist eigentlich immer auch so die Zeit, wo ich halbwegs in die Gänge gekommen bin, ne? Dann habe ich meinen Rücken ein bisschen geschmeidig gemacht und kann ganz gut rumkriechen. Aber vor 10, halb elf bin ich eigentlich nie einsatzbereit, ne? Also dann muss ich schon fast in der Nacht aufstehen, dass ich das schaffen würde. Und das hält ja kein Mensch durch. Jo, dann fangen wir mal an. Brille ab. Und ich versuche euch immer zu zeigen, was ich benutze, aber ich kann auch ohne Brille und mit Brille ehrlich gesagt auch nicht sehen, ob der scharf stellt. Eingecremt habe ich mein Gesicht heute Morgen. Ich benutze momentan eine Creme von Clarins. Und ja, jetzt werde ich dieses Make-up benutzen. Ich halte das mal ein bisschen länger, da ich nicht sehe, ob der scharf stellt. Mit diesem Pinsel, der ist vorne noch rosa gefärbt, aber das ist eingefärbt. Ich glaube nicht, dass das noch auf mein Gesicht sich abfärbt. Und ich habe hier Spiegelein am Start und mache das ganz unzeremoniell hier drauf, ne? Zack, zack, ist da was drauf? Ja, wird wahrscheinlich schon reichen. Und dann gucken wir mal. Normalerweise mache ich das mit der Hand. Aber ich habe keinen Bock, gleich wieder aufzustehen und mir dann die Hände danach zu waschen, dann wiederzukommen und die ganze Sache zu schneiden. Wir machen hier einen ganz gewagten One-Take. Ja, dann fangen wir mal an mit dem... Ist das Nivea? Ich kann ohne Brille auch noch kaum sehen, ne? Ja, Nivea, glaube ich, ne? Ja. One-Take. Ja, was kann ich noch euch dazu erzählen? Ich bin dort gar nicht mehr gewohnt. Also mit Hand geht das für mich echt besser, ne? Als mit so einem Pinsel mittlerweile. Aber wie gesagt, heute machen wir es mal wieder so. Ich gehe auch immer über die Augen, gehen viele Leute ja nicht. Manche machen auch Schminken erst nach den Augen. Also Schminke hier im Gesicht, aber sieht auch irgendwie ein bisschen hell für mich aus. Aber wir verteilen ja schön und ausgiebig. Also jetzt wahrscheinlich Schnelldurchlauf. Ich werde ein bisschen länger hier dran rumschrubbeln, weil ich ja auch will, dass es nicht auffällt, ne? Ja. Könnte was geworden sein, oder? Sieht scheiße aus, ne, geht, ne? So, jetzt nehme ich hier so einen Augenbrauenstift. Wenn schon, dann The Whole Monty, ne? Weiß nicht, ob man das sehen kann. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung. Und Brille ab. Übrigens, die Susi hat es geschafft. Von Just Susi, denn ich habe mir ein paar Sachen von Yepoda bestellt. Die kommen zwar erst Mitte November an, aber ich habe es gemacht, ne? Bin ja auch wie alle auf dieser Welt nur ein armes Opfer, das keine Entscheidung selber treffen kann, ja.
Dabei mache ich gar nicht so viel Hautpflege und ich weiß, ich werde das alles gar nicht 100% benutzen. Ich werde mir das mal durchgucken. Ich habe mir so ein Set, Glow Set heißt das, glaube ich, bestellt. Und geht das so? Glow Set, glaube ich, bestellt. Und da sind ganz viele Sachen bei. Irgendein Nachbar ist auch schon wieder am Renovieren. Aber diese ganzen Steps werde ich gar nicht alle machen, das weiß ich. Oder vielleicht doch, keine Ahnung. Also ich bin gespannt, wenn das Set kommt. Ich habe vergessen, Puder drauf zu tun, machen wir jetzt noch. Ich bin gespannt, wie das, wenn das Set kommt, wie dann aussieht. Puder habe ich, ihr wollt es ja sehen, dieses hier. Müsst ihr die Rückseite auch sehen. Ja, Schweinchen, ich weiß Bescheid. Kommt raus, ihr habt doch Freilauf überall. Keine Beschwerden hier. So, ein bisschen abpudern. Vor allen Dingen, damit dann das Augen-Make-up gleich besser hält. So, aber muss man im Grunde gar nicht groß. So, Delle, was nu? Was nehmen wir denn für Lidschatten? Wir nehmen Dezent. Ich nehme den von MAC aus der damaligen, hallo, Star Trek Edition. Schelte scharf, ich weiß es nicht. Und zwar hier diesen. Pinsel, der nicht. So, das ist so ein Glitter Lidschatten, der aber eigentlich recht unauffällig ist und den mag ich momentan, wenn ich mich mal schmink, sehr gerne. Jetzt tun wir auch noch ein bisschen Rot dazu von Colourpop. Und zwar so sieht's aus. Ist echt blöd, wenn man nicht sieht, ob das scharf stellt, ne? Und zwar so. Das ist irgendwie schon ziemlich hart und ich kriege da gar nicht so leicht was raus. Aber ich probiere einen kleinen Rand über dem Augenlid zu machen. Denn ich werde keinen. Hallo, jetzt sehe ich aber, dass ich unscharf bin. Ah, jetzt sieht es wieder so aus, als wenn ich scharf bin. Ein bisschen kann ich ja doch erkennen. Denn ich werde keinen. Lidstrich nehmen, das ist für die Krankengymnastik echt zu übertrieben und eigentlich ist Lidschatten auch schon zu übertrieben. So, aber wir machen ein kleines bisschen rosa. Einen Hauch. Und ich finde das sehr schön. Oder pink oder wie auch immer. Vielleicht muss ich mir noch die Haare föhnen. Ich weiß gar nicht, was heute dran ist. Ich habe ja zwei verschiedene Krankengymnastiktermine immer. Ich habe Lymphdrainage für die Beine, 1 Stunde immer. Und immer noch für meinen gebrochenen Arm Gymnastik. Den kriege ich also immer noch nicht komplett gerade. Wenn man so den Vergleich sieht, ne, der geht nicht. So sind die Ellbogen gleich und der geht halt nicht so gerade. Das nervt mich schon sehr. Sehr, sehr, sehr. So, dann nehmen wir Mascara. Und zwar diese in Blau werde ich die nehmen.
Die nehme ich im Blau, weil die einfach dran ist im Körbchen. Hallo. Ach, was hat er denn? Hallo. Hallo. Weil es einfach dran ist, ne? Wir machen uns da keine großen Gedanken drüber, über Farbe. Sieht man das? Vielleicht. Ja, was kann ich euch noch erzählen? Ach so, Krankengymnastik Arm oder Krankengymnastik Bein. Wie gesagt, ich weiß gar nicht, was heute dran ist. Also auf jeden Fall frische Unterbuchse und rechten Arm waschen. Alles andere kann bleiben, wie es ist. Ich glaube, das geht, oder? Ja. Und dann muss ich gucken, dass ich auch noch ein bisschen Bewegung kriege heute. Wegen meinem Rücken. Wenn ich eine Stunde auf der Liege liege bei der Krankengymnastik, ey, danach bin ich im Arsch, ne? Dann ist mein Bein zwar lymphdrainagiert, drainiert, oder wie sich das nennt, aber Rücken sagt, ich will Bewegung. Und wahrscheinlich gehe ich dann danach im daneben liegenden Park eine Runde laufen mit Rollator. Denn ohne Rollator traue ich mich nicht alleine auf die Straße. Zumindest nicht, wenn es weiter als ein paar Meter sind. Ich mache dazu nochmal ein eigenes Video. An irgendeinem Tag, vielleicht an einem Frühschoppen oder an einem Dienstag. Ich weiß es noch nicht. So, das waren die Augen. Das heißt, ich kann endlich meine Brille wieder anziehen, yippie, yeah, und kann mal gucken, ob das überhaupt geht so. Ja, geht so. Ich habe entschieden, das geht so. Dann tun wir etwas Rouge drauf, nicht zu viel, und zwar diesen hier. Steht hier eine Farbe? Seht ihr, kann ich auch gar nicht sehen, ob da eine Farbe steht. Müsst ihr mal gucken. Ja. Eieieiei. Nicht zu viel. Und nicht zu wenig. Sieht man überhaupt was? Schreibt mir das mal, ob man überhaupt was sieht. Bei Rouge bin ich mir nie sicher, ob ich zu viel oder zu wenig mache. Sagt mir das mal. Manchmal denke ich, man sieht gar nichts. Manchmal denke ich, ich sehe aus wie gerade. Ich habe hier auch noch einen Highlighter, aber das ist auch voll übertrieben zur Krankengymnastik. Echt voll übertrieben. Und ich nehme auch den dezenteren Lippenstift und nicht den, ne? Ich nehme hier den. Ich weiß nicht, ob man irgendwas sieht, ne? Der ist von Colourpop, dieser hier, diese Farbe. Der ist also ziemlich dezent. Ich guck mal, ob ihr hier unten was sehen könnt, welche Farbe das ist. Hallo. Stellst du scharf oder nicht? Je ne sais pas. Hallo, siehst du scharf? Stellst du scharf? Ich sehe nicht. Ah, sieht scharf aus oder nicht? Ne, sieht nicht scharf aus. Sieht scharf aus? Sieht nicht scharf aus? Ich hab keine Ahnung. Hallo. Zauberei. Zauberei, Zauberei.
So. So sieht's aus, Leute. Bin fertig. Jetzt muss ich mir noch die Haare machen. Und dann sage ich euch noch kurz auf Wiedersehen. So, da bin ich wieder zum Tschüss sagen. Ich habe mich jetzt fertig gemacht. Gleich geht's los zum... Oh, seht ihr das Bordello hinter mir? Oh. Naja, nach der Krankengymnastik. Jetzt geht's los gleich zur Krankengymnastik. Und ich zeige euch jetzt mein Gesicht nochmal von nahem und zoome mal dazu ran. Und ich hoffe, es ist nicht zu schrecklich für euch zu sehen. So, sind die Augenbrauen zu stark? Sagt mir da eure Meinung mal. Also ich finde, mit Brille geht's. Und ich finde, es ist noch relativ, ja, relativ dezent, oder? Wenn ich nach Hause komme, ist sowieso alles egal, ne? Da fliege ich dann alles in der Ecke. Ich habe kleine goldene Ohrringchen und Silberkettchen. Ich kombiniere gerne Gold und Silber. Armband und Ringe und das war es auch. Und Nudi. Ja, so ist es. Dann wünsche ich euch noch einen wunderschönen Dienstagabend und oder wann immer ihr dieses Video schaut, einen schönen Tag, schöne Woche und habt euch lieb und wisst ihr Bescheid.